Frage von Chantal Schatz. Hast mich Bibis Beauty Palace? Hallo, ich bin ein großer Bibinator, ich liebe Bibi, sie ist mein Life und so. Und sie sagt immer sowas wie, linkt mich auf euer Foto bei Instagram und ich like es. Und ich habe das schon voll oft gemacht, aber sie hat noch nie geliked oder es kommentiert. Ich habe auch schon eine Fanpage für sie gemacht und Bilder bearbeitet von sie mit Blingy und Photoscape. Hab mir voll Mühe gegeben und die sind eigentlich mega cute geworden. Dachte ich aber, vielleicht gefallen die ihr nicht und jetzt ist sie sauer auf mich und so. Ich habe Angst, dass ich etwas falsch gemacht habe. Vielleicht hat sie irgendwie mein Profil gesehen und hat gedacht, dass ich kein richtiger Bibinator bin oder so. Was kann ich tun, damit Bibi mich mal beachtet? Ich habe Angst, dass ich was falsch gemacht habe und sie mich jetzt hasst. Taddy. Danke, du warst und bist der beste YouTuber. Dein Content war und wahrscheinlich wird wieder der beste. Man konnte lachen in den Videos, anstatt sie nur zu schauen. KuchenTV, du bist scheiße und du stinkst, du bist blöser Hurensohn. Kannst du bitte wieder wie jedi euch machen? Ihr seid nicht cool, ihr seid schwul. Ihr seid dumm und ich würde auch so reagieren wie KS-Freak, ihr Arschlöcher. Irgendwelche komischen Zeichen. Ihr seid voll hässlich, macht mal eine Schönheitsoperation. Ah ja, stimmt, das macht euch nicht schöner. KS Freak hat sehr gut reagiert, das war nicht witzig, ihr Schwuchtel. Komische Zeichen. Ihr seid so Arschlöcher. Komische Zeichen. Ihr seid so dumm. Ihr seid nur eifersüchtig. Wieso müsst ihr sowas machen? Wieso stellt euch vor, wir machen sowas bei euch, ihr Dummen? Komische Zeichen. Stell deine Videos doch wieder drauf. @erodias, nenn mich noch einmal Engelchen und ich finde deine IP raus und du bist 2 Tage offline, #offline. Ich hätte deine dämliche Hackfresse so hart in dein eigenes Arschloch gesteckt, dass du siehst, wie dein Gesicht aussieht, ohne das Spiegel kaputt gehen, du Huso. Marie. Die Kuh sagt Mu und nicht Mäh. Um das ein für alle Mal klarzustellen. Scheiß Schwuchtel, du Hurensohn. Schau ich mal das Profilbild an. Als ich so aussah, also in dem Alter war, wo ich so ausgesehen habe, was habe ich da gemacht? Ich glaube, ich habe auf Baustellen gespielt. Räuber und Gendarm oder Verstecken oder so. Ich bin nicht rumgelaufen und habe fremde Menschen mit scheiß Schwuchtel, du Hurensohn, betitelt. Das habe ich nie gemacht. Wow. Dieses Video ist nicht besonders produziert worden, ist aber trotzdem toll. Schon wieder dieses Profilbild. Ich nenne dein fucking Kanal HurenTV, okay, du Hurensohn. Alter, was ist los mit der Welt, ey? Super Video. Hör nicht rum, du hast es verbockt, du Loser. Mein Internet spackt fröhlich. Fröhlich? Du Kuchenopfer. Ofa. Du Opfer, Alter. Scheißpiepsen, so macht es keinen Spaß, das Video anzuschauen. Ist eures Gesicht nicht peinlich? Ist dir ein Deutsch nicht peinlich? Da hat der Kommentareinschicker das geliked. Sehr gut. Ist dir ein Deutsch? Ein Deutsch ist mir peinlicher. Ich wollte ja nur noch kurz erwähnen. Piep. Du Bastard. Du bist so dumm. Du sagst, da waren 12-jährige Kinder und du fickst auf der Bühne rum. Flasche rum auf der Bühne? Wovor gobt es eogentlich noch den Hauptkanal Ape Crime? Da wollte ich gerade sagen, sein I ist bestimmt kaputt, aber bei eigentlich und Ape Crime hat er das I ja getroffen, nur bei gobt und eogentlich. Bei eogentlich am Anfang nicht mehr, am Ende schon. Hat er gedacht, ach ja, hier war das I. Du Penner! Du hast die 3 Millionen verdient. Du Penner! Du Kind. Sei mal leise, alter als du. Wie alt? Und jetzt sag nicht, dass du Ü16 bist. Außerdem kann man mit 40 dümmer sein als ein 10-Jähriger. Man nennt es auch IQ.
darauf kommt's an. Ich bin 18 und du 10, also komm mal zu dir. Und du kannst nicht sagen, dass du alter bist wegen deinem Profil. Schön, wie der alles hier in URLs umwandelt. Erstens, wenn du wirklich 18 bist, hättest du an dieser Stelle ein IQ von 29. Zweitens, du bist 10. Drittens, nur weil ich 13 bin, heißt es nicht, dass ich dumm bin, Kevin. Geh bitte jetzt. Hauptsache bin ich 18 und nicht 10. Von wo willst du wissen, wie alt ich bin und wer ist Kevin? Hallo, wie geht es? Es wäre besser mit Bodentruppen, weil die Gefahr geringer wäre, dass man Zivilisten tötet. Besser. Voll cool. Es Vido. Junge Mann, du Wichserscheiß. Wann kommt der 3-Mius, Basil? Yeah, alle, die sind Kommi liken, wer auch findet, dass Dagis Halloween Tutorials geil sind. Wie bist du eigentlich auf die Idee mit dem YouTube-Videos gekommen? Hashtag sind eh cool und lustig. Hashtag. Es war schon bearbeitet übrigens, ne? Du folgst mir ehrlich, Ducky, auf Musezilli. Wie heißt das Parfüm von ihr Verlobte? Hallo Dagi, ich hab dich gerade im Fernsehen gesehen, bin voll ausgelastet und mein Bruder wusste einfach nicht, was los war, weil er dich nicht kennt. Ihr hättet dem sein Gesicht sehen müssen. Hab ich ein Wahr zu viel gesagt, ist mir egal. Bei 8.30 Uhr, wie heißt das Lied? Laura's Beauty Palace. Und daneben ist ein Bild von einem 3-jährigen Kind. Die stehen einfach. Alle Frisuren. Schaut auch mal bei mir vorbei, abonniert mich. Das, was du hier machst, ist echt das allerletzte. Ist das Dagis letztes Video oder buggt mein Handy? Ist das jetzt aktiv oder passiv? Also buggt es gerade im Backofen oder buggt es aktiv selber Kekse oder so? Oh, das wäre schön. Bitte iPhone 8 mit Keks-Bug-Funktion. Du hast die 3M. Wie war das Lied von den Crash Test Dummies? Du müsst eine Schalange von Concrafta, du müsstest sieben Dinge machen, die du noch nie gemacht hast. Richtig schreiben zum Beispiel. Ein Video über Killer Kölns. Für Valley-Videos bitte abonnieren, würde mich freuen. Sorry für die Eigenwerbung. Den habe ich selber gefunden. Ich habe überlegt, beim Speichern, Snippen dieses Kommentars habe ich gedacht, was sind Valley-Videos? Jetzt sehe ich gerade, da sind ja Bilder von Wellensittichen. Übrigens ist auf dem Kanal nichts los. Ihr könnt gerne mal gucken nach Kiwi und Yuki, aber es gibt einfach keine Videos auf dem Kanal. Schade, ich hätte gerne ein paar Valley-Videos gesehen. Sagt mal, hey, su, jit, kom, son. Concraft hat dich nominiert, 7 was zu machen, was du noch nie gemacht hast. Ich bin so. Wien-Fan. Bibi, du wurdest von Concraft nominiert, 7 Dinge, die du noch nie getan hast, Challenge. Schneide nie mehr deine Vieles, bitte. Bibi, ich habe bei Snap dich eingegeben, aber da stande kein Ergebnis. Concrafta hat Dick Dominit Mack Schnitzels. Cooler Videos. Du siehst genauso scheiße aus wie mir geschminkt. Wo hast du die Aqualinos gekauft? Bitte antworte. Das haben wir doch schon, ne? Du musst die Wasserprobe machen. Der Zucker muss so eine Konsistenz haben wie Sirup. Dann kannst du's brechen. Hatten wir das schon? Ich bin gerade verunsichert. Angebaren. Lern schreiben. Klugscheißers. Ich werd mitten im Video verarschen. Bibi. Oh Gott. Witten. 8 junge Menschen, 23 Frauen und 5 Männer.
Auf wie viel Grad muss man es stellen? Schmuichichalen. Wie schön, aber wieso fennbraun? Dein Zimmer sieht mega unirdentlich aus. Spielst du Pokémon Go? Was sind das für weiße Luftballons? Die sehen aus wie Kondome und mach mal ordentliche Videos. Oh ja. Bei uns war das auch ein Baum, ist bei uns umgekippt. Bildung ist ein Geschenk, was dieser Zeitungsschreiber nicht erhalten hat. Die Haarfarbe sieht nicht gut aus. Ich habe Mordi gestern auch gekauft, aber bei mir ist die irgendwie ausgetrocknet, also haftet nicht mehr zusammen. Du hast echt tolle Haare und cooles Video. Cool, sehr cool. Ich habe wie so ein Déjà-vu. Hä? Ich bin verwirrt. Dafür benutzt man eine Flasche. Hoffentlich überstehen wir Halloween. Bei mir kommt kein Niger ins Haus. Er wäre auch schlechter, wäre alles nass. Assi Deluxe, dauert es lange, wenn man diese Videos rendert? Eine Minute. Geil. Es kommt darauf an. Wenn die Ränder etwas dicker sein sollen, dauert es schon etwas. Das waren die 99. Rechtschreibfehler. Oh mein Gott. Wenn ihr zur Feier des Tages ein guter Mensch sein wollt und mich unterstützen wollt in dem Scheiß, den ich hier mache, auf patreon.com/rambatlp, Link ist in der Beschreibung, könnt ihr geben von dem reichlich, was ihr habt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche den Rechtschreibfehlern, da überlege ich mir noch was. Es gab ja die Idee, die nächsten Rechtschreibfehler in einem Livestream zu machen. Ich muss noch gucken, wie ich das dann mit den Bild, mit, also, ne, die Fehler an sich irgendwie einblenden. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich überlege mir da noch was. Auf jeden Fall nächste Woche RSF 100 werde ich aber noch ankündigen, alles zu machen. Ist gut, guterweise ist das kurz vor meinem ersten Arbeitstag. Das passt also. Ja, ansonsten sehen wir uns unter der Woche in den Let's Plays oder in den nächsten RSF oder bald auch mal wieder in einem Stream. Ich weiß nicht, ob es ein Horror-Stream wird. Das wird irgendein Stream mal sehen. Auf jeden Fall haltet die Augen offen auf twitch.tv/rambatlp. Könnt ihr schon mal followen, dann werdet ihr es nicht verpassen. Oder sonst bis bei Aldi an der Kasse. Macht's gut. Tschüsschen!